heiße Jens Söhring und ich bin seit 1986 im Gefängnis für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Jens ist 1966 in Thailand geboren, in Bangkok, als Sohn eines Diplomaten. Und das ist auch der Grund, warum er eigentlich eine sehr besondere Kindheit hatte, also die sich auch von anderen Kindheiten unterscheidet, weil er einfach mit den Eltern auch an den Standort des Vaters mitziehen musste und deshalb auch mehrere zu Hause hatte in der Zeit. Es ist auf der einen Seite für ihn ein privilegiertes Leben gewesen, als Diplomatensohn, Vater, Generalkonsul dann. Aber es ist natürlich ein gehetztes Leben. Man wechselt die Orte alle 2-3 Jahre, bekommt wieder eine neue Stelle, verliert die Freunde, muss sich neue suchen. Das ist nicht immer so einfach. Und deswegen, vielleicht auch daher, war er ein Kind, das sich sehr auf sich selber zurückgezogen hat. Er hatte dann als 19- oder 18-Jähriger ein Hochbegabtenstipendium bekommen, hat an der Universität in Virginia angefangen zu studieren. Und gleich dort am Anfang lernte er auch seine damalige Freundin Elizabeth Hazel kennen. Beide verliebten sich ineinander, sie hatte auch ein Hochbegabtenstipendium, waren aber ganz unterschiedliche Typen. Viele Studenten hätten dieses Mädchen gerne zur Freundin gehabt. Die war besonders klug, die war besonders schön, war besonders anziehend. Und letzten Endes entscheiden das aber immer die Frauen, welchen Mann sie sich auswählen. Und sie hat sich für ihn, für den Jens, entschieden. Und das nahm ja dann auch insofern einen tragischen Ausgang. Denn was er nicht wusste, dass Elisabeth offenbar drogenabhängig war und da liegt auch eines der Motive für die später entsetzliche Tat. Ende März 1985 geschah es dann, dass Elisabeth und ich nach Washington D.C. fuhren, um dort ein Wochenende miteinander zu verbringen. Aus meiner Sicht waren das so Mini-Ferien. Im Nachhinein scheint es mir nun so, dass das möglicherweise schon Teil eines Plans von Elisabeth war, um ihre Eltern umzubringen. Sie waren schätzungsweise gerade mal 3 Monate zusammen, hatten sie einen Wochenendtrip nach Washington gemacht. Und bei diesem Wochenendtrip eröffnete sie ihm, sie wollte mit den Drogen aufhören, aber sie hätte noch Schulden beim Dealer und müsste die bezahlen, indem sie Drogen von Washington nach Charlottesville bringt. Sie bat ihm, dass er ihr ein Alibi verschafft, indem er 2 Kinokarten kauft und dort auch reingeht, das abreißen lässt, diese Kinokarten aufhebt, damit sie etwas für ihre Eltern hat, weil die natürlich dagegen waren. Gegen diese Drogen waren immer schon misstrauisch, um was in der Hand zu haben. Jens hat das dann auch so umgesetzt, wie er sagt, hat diese Kinokarten besorgt, hat gewartet, hat zunehmend unruhig gewartet. Und das hat sich gesteigert, diese Unruhe und Angst, bis dann in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages, bis Elisabeth dann zurückkam und einen sehr, für ihn sehr, sehr verstörten Eindruck machte, einen schockierenden Eindruck machte und sie ihm dann auch frei rausgestanden hat, dass sie ihre Eltern umgebracht hat im Drogenrausch. Sie wiederholte ein paar Sätze immer wieder. Der erste Satz war also, dass sie ihre Eltern umgebracht habe, dass das aber nicht ihre Schuld sei, das seien die Drogen gewesen. Und dann sagte sie auch immer noch wieder, sie haben es ja verdient. Das war also eine Anspielung darauf, dass ihre Mutter sie angeblich sexuell misshandelt hatte. Das hatte sie mir erzählt und mir auch Fotos gezeigt, die das belegen sollten, die angeblich ihre Mutter gemacht hatte. Und ihr Vater habe das also erlaubt und sie nicht vor der Mutter geschützt. Die Idee der Elisabeth in dieser dramatischen Situation zu helfen, die hat sie ihm eigentlich selber so geliefert, weil sie gesagt hat, du musst mir helfen, ich komme sonst auf den elektrischen Stuhl, du musst mir helfen, du musst mein Alibi sein. Und das hat er sofort gesagt und erkannt, dass das gerade das nicht geht, Alibi zu sein für sie, weil man ihm als dem Freund auf keinen Fall glauben würde. Und dann blieb natürlich stehen, du musst mir helfen und da hat er in seiner naiven
Idee in dem Moment gedacht, der Diplomatenstatus ist die einzige Chance, wenn er es selber auf sich nimmt, wenn er die Schuld auf sich nimmt und diese Liebe war es ihm wert, in Kauf zu nehmen, dass er dann dafür auch einige Jahre ins Gefängnis muss. Das war es ihm wert. Und ich glaube, das ist etwas, das zwar von außen betrachtet erstmal als dumm oder naiv gedacht ausgelegt werden kann, aber wenn man seine Persönlichkeit sieht, dass er war noch Jugendlicher, er war eigentlich noch Kind, dann ist das etwas, was man immer wieder bei Jugendlichen sehen kann, dass sie in dieser extremen Emotionalität für einen Freund, eine Freundin sehr weit gehen würden in diesem Alter. Ich sehe das in der Schule bei den Schülern auch. Das bewegt sich einfach in großen Extremen im Nachhinein betrachtet und aus einer sicheren Distanz betrachtet oder aus dem Erwachsenenalter betrachtet, sieht es dann als dumm, naiv aus. Aber in dem Moment, glaube ich, kann man sich reindenken, dass er einmal nur den Fokus hatte, er will seiner geliebten Freundin helfen. Zweitens, sehr, sehr belesen, sehr literaturbegabt war und sich da schon in einer literarischen Figur wiederfinden konnte und den Hero spielen wollte. Als einzige Chance, um das zu erreichen, was er vor sich gesehen hat, nämlich seiner Freundin zu helfen. Und nun sprang der Ritter sozusagen aus ihm hervor und er sagte, ich nehme alles auf mich, ich bin ja deutscher Diplomatensohn. Das glaubte er, weil er ebenfalls im Besitz eines Diplomatenpasses war und glaubte nun, er besäße auch gewissermaßen diplomatische Immunität. Und deswegen würde er vielleicht unter Jugendstrafe, wurde ausgeliefert nach Deutschland und würde 5 Jahre Jugendstrafe dafür bekommen. Die hätte er für seine Angebetete gerne abgesessen. Ganz langsam haben sie gemerkt, dass da doch der eine oder andere ermittelnde Beamte ab und zu mal ein Auge auf sie wirft. Und deswegen sind sie dann Hals über Kopf abgehauen, haben eine Odyssee gemacht bis nach Bangkok. Dann ging das Geld aus und verhaftet wurden sie eigentlich in London. Da mussten sie sich irgendwie über Wasser halten und haben dann einige Schecks gefälscht. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil das haben sie beide sehr gut gemacht und haben sich da richtig drauf spezialisiert. Aber irgendwann wurden sie leichtsinnig und dann wurden sie gefasst. Und dann stellte sich auch sehr schnell heraus, durch ihre Staatsbürgerschaft schon, dass da die amerikanische Polizei inzwischen einen Interpol-Haftbefehl hat gegen sie beide wegen Verdachts des, wie es im amerikanischen Strafrecht heißt, Capital Murder. Das ist also Mord erster Klasse, First Degree. Und da drauf steht die Todesstrafe. Ich wurde 4 Tage lang verhört. Während dieser ganzen Zeit wurde mir nie Anwaltsbeistand gewährt, obwohl ich auf Tonband immer wieder und wieder und wieder um meinen Anwalt bat. Ich sagte aber die ersten 3,5 Tage nichts und gestand auch nichts. Denn ich wollte erst mit einem Anwalt sprechen, um zu prüfen, ob ich tatsächlich zumindest teilweise diplomatische Immunität hatte. Am 4. Tag war es dann aber so, dass ich vor der Wahl stand, ob ich mein Versprechen zu Elisabeth halten würde oder ob ich mich selber schützen würde, indem ich nichts sage. Und er hat dann nach einigen Tagen nachts das Verbrechen gestanden, weil er Angst hatte, dass er sein Versprechen der Elisabeth gegenüber nicht halten kann. Und die Elisabeth hatte kurzzeitig auch gestanden, es aber dann sofort widerrufen und als Scherz abgetan. Erstaunlich ist an dieser Zeitspanne auch noch, dass die Ermittler selbst, einer der Ermittler, ihn kurz vor dem Geständnis gefragt hat, ob er sich vorstellen kann, ein falsches Geständnis abzulegen. Und Jens dann geantwortet hat, ja, das kann er sich vorstellen, aber er hofft, dass es nicht dazu kommt. Insofern war da ja auch schon eine Ahnung bei der Ermittlerseite, dass Jens möglicherweise für seine Freundin lügt. Also in aller Regel ist es so, sobald der Angeklagte sagt, er möchte einen Anwalt haben, er möchte einen Verteidiger haben, dann ist ihm der auch zu stellen und die Polizei muss das Gespräch einstellen. Es muss gewartet werden, bis der Anwalt kommt und dann kann man weiterreden. In der Praxis wird natürlich versucht, von Polizeiseite, von staatsanwaltschaftlicher Seite aus vielleicht auch, das sozusagen
so etwas leichter zu handhaben, dass man dann vielleicht doch nochmal eine Frage stellt und natürlich versucht, den Angeklagten dazu zu bewegen, sich zur Sache einzulassen. Und es fällt offensichtlich auch schwer. Ich war Gott sei Dank selbst noch nicht in der Situation, aber wenn Sie sich die Situationen anschauen, auch in den wissenschaftlichen, empirischen Studien anschauen, es fällt schwer, nichts zu sagen, wenn man mit einem solchen Vorwurf konfrontiert wird. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man so bald wie möglich einen Verteidiger an die Seite gestellt bekommt, damit der einen davor bewahrt, in diesem frühen Stadium einen kapitalen Fehler zu begehen, den man vielleicht nicht mehr ausbügeln kann. Jens hat in seinem Geständnis viele Widersprüche gehabt, Dinge, die einfach nicht mit dem Tatort übereinstimmten. Das betraf den Standort der Leichen, die Wunden, die Beschreibung des Messers, das stimmte alles nicht so richtig. Das heißt, auch da hätten die Ermittler schon stutzig werden müssen und es nochmal neu überprüfen können. Und er hat den ganzen Sachverhalt mehrfach geschildert und aber jedes Mal ein bisschen anders, hat versucht, eine künstliche Glaubwürdigkeit einzubauen, indem er auf eine Narbe hinwies, die er an seiner Hand hat, von der er dann behauptet hat, das ist im Kampf passiert. Letztlich war aber auch diese Narbe nicht stimmig. Und wie wir ja auch heute wissen, gibt es überhaupt keine Blutspuren vor Ort von ihm. Insofern sind die Widersprüche nie entkräftet worden. Das ist immer im Raum geblieben. Und auch da wurde auch nie weiter nachgeforscht. Also man hat Geständnis sein gelassen und es nicht mehr überprüft. Nach unserer StPO, nach unserer Strafprozessordnung, kann ein Geständnis nicht einfach so akzeptiert werden. Ein Geständnis muss überprüft werden daraufhin, ob es glaubwürdig ist oder nicht. Und sobald ich irgendwie Indizien habe, dass das nicht so ganz stimmen kann, was der Angeklagte erzählt, muss ich entsprechend nachforschen, muss ich nachermitteln und versuchen herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Also so ist die Situation nach der StPO. Im angloamerikanischen Prozess ist es nun wieder eben dieses Spiel der Parteien, was da vielleicht irgendwie dem Ganzen einen anderen Aspekt geben kann. Und wenn der Verteidiger nicht in der Lage ist, diese Indizien entsprechend stark zu machen, die Indizien, die gegen die Richtigkeit des Geständnisses sprechen, die entsprechend stark zu machen, dann ja, kann es sehr schnell sehr schlecht aussehen für den Angeklagten. Es dauerte dann 3 Jahre, bis er nach Amerika ausgeliefert wurde. Es war ein ständiges Hin und Her, ob er nach Amerika ausgeliefert werden dürfte, in ein Land, was die Todesstrafe hat, beziehungsweise drohte ihm ja die Todesstrafe. Das ist eine ganz merkwürdige, fast absurde Rechtslage. Wenn er jetzt sagen würde, ich bin unschuldig, ich war es ja gar nicht, dann würde er ohne einen besonderen Zusatz, gegen ihn dürfte nicht die Todesstrafe vollstreckt werden, ausgeliefert werden, weil man ja denken würde, ja, er war es ja nicht, er kann sich ja entsprechend verteidigen. Wenn er aber sagen würde, ja, ich war es, dann müssten die Engländer von den Amerikanern eine Versicherung haben, dass er nicht die Todesstrafe bekommt, die nach europäischem Recht nicht zulässig wäre. In dieser Zwickmühle befand er sich. Also, sicherer war erstmal zu sagen, ich war's, dann ist die Todesstrafe abgewendet. Aber als er dann in den USA war, Todesstrafe war abgewendet, da hat er dann sofort mit den Anwälten seinen Prozess oder mit seinem Anwalt den Prozess vorbereitet, allerdings im Nachhinein von ihm selbst erkannt, sehr schlampig. Sein Anwalt muss eine wahre Niete gewesen sein, es war auch ein Pflichtverteidiger, der nichts wusste, der ihm nicht beriet. Jens Anwalt litt damals unter psychischen Störungen. Später wurde ihm auch die Lizenz entzogen, weil er so stark unter diesen Störungen litt, dass er selber sagt, er hätte den Prozess gar nicht führen können, beziehungsweise hat er auch um Geld betrogen. Der Prozess ist so ein bisschen abgelaufen, wie man es fast karikaturmäßig von amerikanischen Filmen kennt. Es gab also hanebüchene Ereignisse, die wir uns hier in unserem Rechtssystem nicht so richtig vorstellen können. Also zum Beispiel, dass der Verteidiger
während der Sitzung eingeschlafen ist, verpasst hat, wo er unbedingt hätte eingreifen, nachhaken müssen. Das sind Nachlässigkeiten, da langt man sich an den Kopf. Inwieweit können die Anwälte hier Einfluss nehmen? Natürlich ist denen ihr Ziel, die Geschworenen zu beeinflussen, gar keine Frage. Das kann sich nur dadurch irgendwie egalisieren, dass sie zwei haben. Einen, der für die Schuld spricht und einen, der gegen die Schuld oder für die Unschuld des Angeklagten spricht. Und in dieser Balance, nennt man dann unter Umständen auch Waffengleichheit, die da herrscht zwischen diesen Parteien. In dieser Balance sollen dann die Geschworenen heraushören können, was denn jetzt tatsächlich stimmt. Stimmt die Hypothese der Anklagebehörde oder stimmt sie nicht? Und Sie sehen natürlich auch in diesem Balanceakt, der da erforderlich ist, um dann herauszufinden, was tatsächlich passiert ist, ist es elementar, dass Sie auf beiden Seiten fähige Leute haben. Sobald Sie auf Verteidigerseite einen schlechten Anwalt haben, kippt das ganze System und zugunsten der Anklagebehörde und der Angeklagte hat ein massives Problem. Bei meinem Prozess sah ich dann Elisabeth zum ersten Mal praktisch seit unserer Verhaftung. England. Sie kam dorthin und sagte gegen mich aus, denn sie hatte einen Deal, eine Abmachung der Staatsanwaltschaft gemacht, dass sie früher als üblich einen Antrag auf Entlassung auf Bewährung stellen könnte und dass der Staatsanwalt sie dabei unterstützen würde. Also es hat Jens natürlich auch schwer getroffen, dass seine große Liebe letztendlich als Kronzeugin gegen ihn ausgesagt hat. Und auch, dass er erfahren musste, dass sie eine schwere Borderline-Störung hatte. Das wurde von 3 unabhängigen Psychiatern diagnostiziert. Und auch, dass sie eine pathologische Lügnerin ist. Im Prozess wurde vieles nur daraufhin untersucht, dass Jens als einziger diese Tat begangen hat. Es wurde zum Beispiel, wie es mit Elisabeth aussieht oder mit anderen Personen, das fiel schon gar nicht mehr ins Gewicht. Sie wurde nur daraufhin untersucht, dass sie ihn sozusagen zum Mord angestiftet haben soll. Eigentlich gilt auch in Amerika in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber bei Jens war es irgendwie genau umgedreht, im Zweifel gegen den Angeklagten. Das baute sich von Anfang an so auf. Das fing schon an bei der Person des Richters, der langjährig mit der Familie befreundet war, trotzdem als Richter für diesen Prozess bestellt wurde und sich auch öffentlich kurz vor Prozessbeginn gegen Jens geäußert hat, und diese öffentliche Meinung wurde dann in den Gerichtssaal transportiert. Die Frage der Prozessfairness ist natürlich eine große Frage. Also wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen eine Vorstellung davon, was fair ist und was unfair ist. Aber trotzdem ist es irgendwie ein schillernder Begriff. Ein Richter darf nicht in irgendeiner Weise voreingenommen sein von dem Prozess und von dem Angeklagten und von dem Prozessergebnis, irgendwie überzeugt sein, bevor der Prozess überhaupt losgeht. Sobald es da irgendwelche Anzeichen davon gibt, dass er bereits eine vorgefasste Meinung hat, muss er im Grunde rausgenommen werden als entsprechender Richter, als entsprechender Spieler in diesem Verfahren. Denn ansonsten wäre das letztlich ein Fußtritt gegen die Unschuldsvermutung. Denn das ist ja eines der großen rechtsstaatlichen Prinzipien im Strafverfahrensrecht, dass der Angeklagte bis zur Beweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten hat. Ja, und wenn nun der Richter als eine der elementaren und einflussreichen Personen in diesem Prozess bereits von der Schuld überzeugt ist, dann gilt diese Unschuldsvermutung de facto in diesem Verfahren nicht mehr und es wäre katastrophal für den Rechtsstaat. Der Richter, der Jens Fall und Prozess verhandelt hat, hat den Antrag auf Befangenheit abgelehnt. Das geht in Amerika, dass der verhandelnde Richter das selber ablehnt, beziehungsweise sagt, ob er befangen ist oder nicht, sodass von vornherein klar war, Jens hat keinen objektiven Prozess zu erwarten. Und es wurde ebenfalls abgelehnt aufgrund dieser öffentlichen Meinung, die bestand, die ihn auch ständig als German Monster deklarierte, den Verhandlungsort zu wechseln, an einen neutralen Ort zu gehen, weil einfach die ganze Umgebung von der Medien
Landschaft nur dieses eine Bild von Jens Söring hatte. Und das ließ auch nichts anderes zu, aber auch das wurde abgelehnt, sodass jeder objektive Betrachter des Prozesses von vornherein sehen konnte, hier ist kein gerechter Prozess zu erwarten. Das Ganze wurde auch zusätzlich noch medial verstärkt, weil dieser Prozess der erste war, der auch übers Fernsehen übertragen wurde und also in voller Länge für alle sichtbar war, was natürlich den Sensationswert noch steigerte. Ja, die Sache mit der Zusammensetzung der Geschworenenbank ist ein ganz, ganz heißes Eisen, ganz heikles Thema. Es heißt ja in der englischen und dann eben auch amerikanischen Tradition, dass man ein Recht darauf hat, als Angeklagter to be judged by one's peers. Also dass man von seinesgleichen, also nicht von irgendwelchen Richtern oder so, sondern von seinesgleichen, eben verurteilt wird. Und wer sind seinesgleichen? Das sind normalerweise tatsächlich die Leute, die aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht kommen, die aus der gleichen Gegend kommen. Ja, in der Tat. Also es ist ja auch eine gemeindliche Angelegenheit, je nachdem, wo eben das Gericht dann sitzt. Aber die Geschworenen stammen in der Tat aus der Gegend. Ja. Es sei denn, es ist aus irgendwelchen Gründen, möglicherweise auch aufgrund elementarer Vorverurteilung durch die Medien, nicht möglich, eine faire Zusammensetzung der Jury herzustellen in dieser Gemeinde. Dann müsste der Prozess verlagert werden. Nach dem Prozess wurden zwei Geschworene von einer Zeitung interviewt und später gaben sie davon auch in eidesstattlichen Erklärungen zu, dass die meisten Beweisstücke vor Gericht die Geschworenen nicht von meiner Schuld überzeugt haben. Also mein Geständnis ausdrücklich nicht. Auf die Zeugenaussage von Elizabeth Hansen war es nicht. Es war der Sockenabdruck. Zahlreiche Indizien, die bei diesem Prozess hätten angeführt werden sollen, wurden eben nicht angeführt. Wie zum Beispiel ein Haar wurde im Waschbecken gefunden. In diesem Waschbecken wurde offensichtlich Blut abgewaschen. Dieses Haar wurde nur auf Jens untersucht, aber nicht, wem könnte es sonst gehören. Ganz speziell wurde es auch nicht untersucht, ob es Elisabeth gehörte. Es wurden Fingerabdrücke von Elisabeth gefunden. Es wurden Fingerabdrücke von einer fremden Person gefunden, die aber definitiv nicht Jens gehörten. Trotz dieser Rechtslage, die eigentlich schon damals relativ eindeutig für ihn sprach, denn es wurden keine originären Spuren von ihm gefunden. Es wurde das Tatwerkzeug nicht gefunden. Lediglich, weil man in Beweisnot war, kaprizierte man sich auf einen, wie man ihn später so nannte, blutigen Sockenabdruck. Letztlich hat ein blutiger Sockenabdruck, der am Tatort gefunden wurde, zu Jens' Verurteilung geführt. Der wurde untersucht von einem Experten für Reifenabdrücke, der sich hobbymäßig damit befasst hat, war aber dann so eindeutig für die Geschworenen, dass sie ihn verurteilt haben, obwohl im Nachhinein mehrere Gutachten sogar belegt haben, dass das nicht sein kann und dass es eigentlich von der Fußgröße gar nicht passt und auch nicht vergleichbar ist 1:1. Und der Verteidiger hat es versäumt, den zuständigen Fachmann für diesen Sockenabdruck vor Gericht zu laden und aussagen zu lassen. Am Ende war es für mindestens einen der Geschworenen dann der entscheidende Beweis, dieser Sockenabdruck, dass er Jens mit schuldig gesprochen hat, wie er auch selber hinterher vor der Kamera gesagt hat. Und aufgrund dieser Indizien, wegen dieses Sockenabdrucks, ist er zu zweimal lebenslänglich durch die Jury des Gerichtes in Virginia verurteilt worden. Inwiefern kann ein Nicht-Experte tatsächlich aber im Verfahren dann als Experte auftreten für einen bestimmten Umstand? Also prinzipiell unterscheiden wir ja zwischen Sachverständigen und Zeugen. Der Sachverständige ist der Experte, der ist wissenschaftlich ausgebildet, gewisse Dinge erklären zu können. Also vor allem auch forensische Beweisstücke. Das mögen Fußabdrücke sein, das mögen DNA-Untersuchungen sein, das mögen was auch immer, Blutalkoholkonzentrationen sein. Das sind dann Ärzte, das sind Techniker, die diese Umstände dann in dem Prozess erklären als Sachverständige. Davon zu trennen ist der Zeuge. Der Zeuge
erklärt im Prozess das, was er persönlich wahrgenommen hat. Der hat keine spezielle Expertise, soll er gar nicht haben, soll nicht das irgendwie bewerten, er soll einfach berichten, was er erlebt hat, was er gesehen hat. Also diese beiden Dinge muss man unterscheiden. Nun gibt es so ein Mittelding, das ist der sachverständige Zeuge, dann hat man halt beispielsweise einen Arzt, der zufällig einen Autounfall beobachtet. Na, jetzt ist er nun mal Arzt und hat eben diese wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen dafür, auch als Experte auftreten zu können. Dann hat er eine gewisse Sonderstellung als sachverständiger Zeuge, weil man dann von ihm schon auch erwarten kann, dass er gewisse Dinge aufgrund seiner wissenschaftlichen Expertise anders eingruppieren kann, anders analysieren kann als ein völliger Laie. Aber prinzipiell darf ein Laie als Zeuge nicht einfach irgendwie eine Expertenmeinung formulieren, die er nicht haben kann, weil er kein Experte ist. Sehr viel später hat sich ein neuer Zeuge gemeldet, um noch etwas zum Prozess zu sagen. Er hat im Nachhinein, nach dem Verbrechen, beobachtet, dass Elizabeth mit einem anderen Mann, nicht Jens, zu seiner Autowerkstatt kam, mit einem Auto, das ein blutiges Messer enthielt und auch voller Blut war. Und er konnte eindeutig sagen, hat es auch eidesstattlich bekundet, dass das ein anderer Mann war als Jens, hat ihn auch sehr, sehr genau beschrieben. Nur ist dieser Mann immer noch unbekannt. In den Jahren nach dem Prozess gab es nicht nur neue Gutachten zu den Sockenabdrücken, es gab auch noch neue DNS-Tests an neuen Zeugen und letztlich sogar noch ein FBI-Täterprofil, die alle darauf hindeuteten, dass ich die Tat nicht begangen hatte. Aber im virginianischen Rechtssystem ist es nicht möglich, neue Beweismittel vor Gericht zu bringen, wenn die 21 Tage nach der Verhängung des Strafmaßes Vorschein kommen. Bei mir wurden die zwei lebenslangen Haftstrafen im September 1990 verhängt. Also alle Beweismaterialien, die danach erschienen, wurden nie von irgendeinem Richter ausgewertet. Nun stelle man sich mal vor, wenn man zur letzten Hauptverhandlung die notwendigen Beweismittel immer noch nicht hat, aus welchem Grunde sollte man die plötzlich in den nächsten 21 Tagen bekommen? Also es ist jedem halbwegs mit Vernunft begabten Menschen klar, dass es sich bei dieser 21-Tage-Regel um reinste Willkür handelt. Und deswegen war klar, als er verurteilt wurde, hatte er keine Chance mehr. War die Sache juristisch sozusagen erledigt. Und er konnte nur noch auf die Entscheidungen aus Gnadengründen hoffen, beispielsweise das erste Mal nach 15 Jahren, zweite Mal nach 20 Jahren und dann in kürzeren Abständen. Im Herbst 2009 kam plötzlich Bewegung in Jens' Fall hinter den Kulissen, weil der damalige Gouverneur Tim Kaine mündlich versprochen hatte, den Jens unter bestimmten Bedingungen, die die Bundesrepublik liefern sollte, nach Deutschland zu überstellen. Und dieses Verfahren der Haftüberstellung ist ein gängiges internationales Verfahren und man hat dann alles getan, um diese Bedingungen zu erfüllen, sodass im Januar 2010 der Gouverneur schriftlich nach Washington sein Einverständnis gegeben hat, dieser Haftüberstellung zuzustimmen. Er tat das in der letzten Woche seiner Amtszeit, an einem Dienstag. Am darauffolgenden Samstag ist der neue Gouverneur vereidigt worden, Bob McDonnell, Republikaner, also sein politischer Gegner. Und an diesem Wochenende setzte auch schon die öffentliche Meinung wieder ein. Also es wurde publik, dass Jens überstellt werden soll nach Deutschland. Und Bob McDonnell hat dann am Montag an seinem ersten Amtstag diese schon befürwortete Haftüberstellung seines Vorgängers schriftlich zurückgenommen, indem er selbst einen Brief nach Washington geschrieben hat an den Justizminister Eric Holder. Und dann gab es lange Diskussionen, ob das überhaupt möglich ist. Darüber gibt es heute auch immer noch ein laufendes Verfahren, ob ein neu gewählter, ins Amt gekommener Gouverneur die Maßnahme seines Vorgängers widerrufen darf.
da der Bund in Washington gesagt hat, dann mischen wir uns hier nicht mehr weiter ein, war das Schicksal, das jetzige von Jens Höring, besiegelt. Deswegen sitzt er auch weiterhin in Virginia in Haft. Jens hat seit 2003 die Möglichkeit, Gnadengesuche zu stellen. Ich weiß nicht genau die Kondition, aber in etwa jährlich gibt es dann die Möglichkeit für ihn, einen sogenannten Parole-Antrag zu stellen. Der ist seit 2003, seit dem ersten Gnadengesuch, jedes Mal abgelehnt worden. Die diesjährige Parole-Verhandlung, das war jetzt sein achtes Gnadengesuch in 2012, war insofern etwas anders als alle anderen, weil sich erstmals auch ganz offiziell mit Briefen deutsche Politiker, Mitglieder des Bundestages, für Jens Freilassung eingesetzt haben. Das heißt, es haben insgesamt 54 Parlamentarier in einem Brief an den Gouverneur in Virginia gebeten, Jens nach Deutschland zu überstellen. Dieser Brief kam im Juli zu dem virginianischen Gouverneur und wurde danach weitergeleitet an die Parole-Kommission. Das Seltsame war jetzt, dass die Parole-Kommission im Namen ihres Vorsitzenden William Muse einen Antwortbrief an die Parlamentarier geschickt hat, datierend auf den 31. August diesen Jahres, wo schon angedeutet wurde oder eigentlich gesagt wurde, nein, wir werden ihn auch dieses Mal beim 8. Gnadengesuch nicht gehen lassen. Und das war noch vor der offiziellen Anhörung für das 8. Gnadengesuch, etwa zwei Wochen später, am 10. September. Das heißt jetzt das 8. oder 9. Gnadengesuch oder irgendwann vielleicht mal das 20. Er hat auf jeden Fall immer das Recht, dass auch sein Fall angehört wird und auch mit menschlichen Mitteln bewertet wird. Also es ist nicht in Ordnung, einfach vorher schon zu sagen, das Ganze lehnen wir sowieso ab. Klar, es wird auch offensichtlich dort in der Presse gesagt, dass Jens für die Republikaner Wahlkampfthema ist. Der damalige Gouverneur, der Demokrat, hat sich entschieden, für einen Sitz beim US-Senatswahlkampf zu kandidieren. Nun sagen sich die Republikaner, wunderbar, machen wir Jens Höring zum Wahlkampfthema. Und insbesondere aus dem Umfeld von Jens Höring, das offensichtlich einen sehr hohen Einfluss hat, ist dann klar geworden, dass in Virginia nur jemand tatsächlich politisch reüssieren kann, wenn er sich im Falle Jens Höring gnadenlos, ich sagte genau mal dieses Wort, gnadenlos zeigt. Und deshalb ist der Fall politisiert worden. Er spielt seitdem eigentlich in allen Wahlkämpfen eine Rolle. Und immer dann, wenn es Bemühungen gibt, auch von politischen Kräften zu sagen, okay, wir sind es jetzt auch leid, wir wollen diese ganze Auseinandersetzung nicht mehr, dann kommt das Gegenfeuer von denjenigen, die Jens Höring offensichtlich sein Leben lang wirklich dort im Knast sitzen sehen wollen. Und das ist eine politische Frage letztendlich. Und deshalb denke ich, ist es auch gut und richtig, dass sich auch bei uns die Politik einmischt und sagt, dass wir uns auch von einem Verhältnis zwischen befreundeten Staaten etwas anderes vorstellen. Und man stelle sich nur mal einen Augenblick vor. Ein amerikanischer Staatsbürger würde wegen eines strafrechtlichen Delikts hier verhaftet, würde hier inhaftiert und die amerikanische Seite würde seine Haftüberstellung als amerikanischer Staatsbürger verlangen. Ich bin mir sehr sicher, dass das erfolgreicher wäre als alles das, was das Ergebnis der Bemühungen der deutschen Politik bislang gewesen ist. Glücklicherweise ist es so, dass ich sehr viel Unterstützung von deutschen Politikern erhalte. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber in den kommenden Monaten, hoffentlich nicht Jahren, muss der gute Wille, den ich sehr wohl aus Berlin verspüre, auch in Tat umgesetzt werden. Mein Vater ist jetzt dermaßen zum politischen Zankapfel geworden, dass ich ohne eine politische Lösung nicht mehr freikomme. Also sein Fall ist komplett instrumentalisiert worden zwischen Republikanern und Demokraten. Und man versucht auf seine Kosten den Wahlkampf zu gewinnen. Und er hat natürlich dann keinerlei Chancen auf legalem Weg, sprich über ein Gerichtsverfahren oder über diesen Bewährungsausschuss, zurück nach Deutschland zu kommen. Diese Politisierung hat sich übers letzte Jahr so zugespitzt,
dass es jetzt nur noch eigentlich über eine politische Lösung geht. Also er braucht ganz dringend die politische Unterstützung aus Deutschland, die Hilfe der Bundesregierung. Es ist ganz wichtig und auch unser Wunsch, ich glaube, im Deutschen Bundestag fraktionsübergreifend ist das so, dass wir eine Einflussnahme der deutschen Politik uns wünschen würden, uns auch vorstellen können. Wir haben auch schon Vorschläge gemacht, zum Beispiel einen sogenannten Amicus Curiae-Aktion. Also eine Aktion, juristisch ist das so, dass die Bundesregierung erklärt gegenüber den Parteien des Gerichtsverfahrens, dass sie Jens Söring in seinem Anliegen unterstützt, ohne jetzt selber Partei in diesem Verfahren zu werden. Das ist dann leider Gottes von der Bundesregierung nicht aufgegriffen worden, weil sie sagt, und das ist eben jetzt auch ein Streit, der noch existiert, je mehr wir uns einmischen, offiziell von der politischen Seite, von der Bundesregierungsseite, desto eher werden die Amerikaner, ich sag mal, bockig. Sie haben es nicht so gerne, wenn man sich in ihre Angelegenheiten einmischt, tun das natürlich selber gerne, wenn es um ihre eigenen Staatsangehörigen geht. Und deshalb möchten wir gerne den Weg der stillen Diplomatie weitergehen, der aber aus meiner Sicht jetzt nach über 20 Jahren nicht wirklich erfolgreich war. Und ich würde mir schon wünschen, wenn die Perspektive für Jens Söring ist, dass sich relativ wenig bewegt, dann sollte man dem wenigstens vermitteln, dass wir in der politischen Szene, und damit meine ich auch die Bundesregierung, hinter ihm stehen, mit ihm uns solidarisch erklären und sagen, jawohl, wir möchten, dass unabhängig davon, ob er jetzt der Täter ist oder nicht, wir möchten, dass an ihm, für ihn das gilt, was in unserer Rechtsordnung das Normale ist, dass auch jemand, der lebenslang in Haft sitzen soll, das ist ja auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach einer gewissen Zeit die Perspektive und die Chance erhält, sich nochmal darzustellen, zu schauen, ob er für die Allgemeinheit, wie das so schön heißt, eine Gefahr ist. Und wenn das nicht der Fall ist, bekommt er die zweite Chance. Und ich finde, er hat sie nun wirklich nach dieser langen Zeit verdient. Ich würde sagen, grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit eines Freikaufs immer. Es kommt auf den individuellen Fall an. Im Falle Jens Söring allerdings würde ich sagen, gibt es ja die Möglichkeit, dass die Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt, das die Bundesregierung im Ausland vertritt, ich benutze mal das Wort endlich, dass sie sich endlich einmal erkennbar für Jens im Ausland einsetzt. Bei den vielen Gesprächen, die der deutsche Außenminister mit seinen Amtskollegen, insbesondere mit seiner amerikanischen Amtskollegin, führt, dass er dort einmal endlich betonen könnte, wie wichtig der Bundesregierung der deutsche Staatsbürger Jens Söring ist und der Regierung der Vereinigten Staaten deutlich macht, dass die Bundesregierung an Jens Söring interessiert ist. Und allein diese Wortwahl stellt keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der USA dar. So viel weiß ich also, ohne Diplomat zu sein. Das würde erst der Fall sein, wenn die Bundesregierung sagen würde, wir fordern die Freilassung. Aber das soll sie ja gar nicht, das muss sie auch gar nicht, sondern sie muss ihr Interesse bekunden, laut und deutlich und vernehmbar und immer wieder. Und ich denke, dann wird auch Bewegung in den Fall kommen. Nicht anders hat sich im Übrigen die amerikanische Regierung zu ihrer Staatsbürgerin Amanda Knox verhalten. Frau Clinton flog deswegen extra nach Rom und sprach zu ihrem italienischen Amtskollegen genau das. Wir, die amerikanische Bundesregierung, sind überzeugt, dass Frau Knox unschuldig ist. Sie hat nicht gesagt, lasst sie frei. Und damit war das deutliche Interesse begründet und auch sichtbar. Und nichts anderes fordern wir, die Unterstützer, fordere ich von den Vertretern der Bundesregierung im Ausland, endlich Farbe zu bekennen und sich für die Belange eines deutschen Staatsbürgers einzusetzen, dem, und das darf ich hinzufügen, in den USA nicht das Recht gewährt wird, das er hier in Deutschland hätte, angesichts neuer, entscheidender Beweise in seinem Fall, die seine Unschuld beweisen könnten, sage ich mal, den ganzen Fall auf jeden Fall in ein völlig anderes Licht stellen würden. Es gibt nur, auch aufgrund der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die Devise, dass es menschenunwürdig wäre, jemanden einfach bis zum Ende seines Lebens einzusperren, ohne ihm eine Perspektive zu geben, noch einmal in der Gesellschaft sich bewähren zu können. Das muss gewährleistet sein. Die Person selbst, der Verurteilte selbst, muss eben die Möglichkeit haben,
die Situation so zu beeinflussen, dass er tatsächlich wieder in die Gesellschaft entlassen werden kann, eben über diese Strafrestaussetzung. Also es liegt dann letztlich in dem Verhalten oder in den Fähigkeiten des Verurteilten, sich entsprechend zu verhalten und dann davon zu profitieren, dass er eben wieder ein Leben in Freiheit führen kann. Also man lebt aus der Hoffnung, man hat auch Ängste, aber es ist klar, dass manchmal einem vor Augen steht, in dem Gefängnis, in dem er jetzt zur Zeit ist zum Beispiel, ist eine ganze Abteilung aufgebaut worden nur für die Alten. Die sterben dann und werden dann irgendwo im Gefängnis auf. Weil eben in Virginia ist lebenslänglich, lebenslänglich. Und wenn man als junger Mensch in so eine Situation kommt, dann muss man schon ungeheuer seelische Kräfte haben, um das überhaupt aushalten zu können. Die Gewissheit oder die Angst, in diesem Gefängnis wirst du auch sterben. Das wirklich Erdrückende am Gefängnis ist, dass sich nichts verändert von Tag zu Tag. Jeder Tag ist genau der gleiche. Jeder Tag ist genau so wie der Tag davor und genauso wie der morgige. Das Wichtigste, was man braucht im Gefängnis, um das halbwegs zu überstehen, ohne wahnsinnig zu werden, ist irgendeine Perspektive, irgendeine Hoffnung, dass das irgendwann einmal endet. Und genau das gibt es ja nicht bei lebenslänglich. Wie in Amerika bedeutet lebenslänglich heutzutage bis zum Tod.